Hallo liebe Moviepiloten, wenn ihr diesem Kanal häufiger folgt, wisst ihr, dass ich ein großer Action-Fan bin. Vor allem ein Fan von handgemachter, echter Action. Vor kurzem war ich sehr glücklich über den Einsatz von Action in The Falcon and the Winter Soldier. Denn gerade Marvel hat meiner Meinung nach ein großes Problem mit CGI. Diese ewigen CGI-Schlachten lassen mich häufig komplett kalt. Ich spüre da einfach kein Adrenalin. Ich sehe ganz klar, nichts ist echt. Es gibt hier keine Stunts, es gibt hier keine coolen Choreografien. Selbst bei den Filmen, die das besser hinkriegen, wie zum Beispiel Captain America The Winter Soldier, wird zusätzlich einfach viel zu viel rumgeschnitten und wir haben Shaky Cam. Und deswegen haben mich Leute gefragt, okay, Eve, möchtest du nicht eventuell mal deine Lieblings-Action-Szenen ranken? Da dachte ich mir, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Doch wo fange ich da an? Wo höre ich da auf? Ich meine, ich könnte ein ganzes Video den 80s widmen. Ich könnte ein ganzes Video den 90s widmen. Da dachte ich mir, ha, aber dann fallen so viele Sachen weg, die wir erst kürzlich im Kino sahen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich mach's. Aber ich setze hier den Fokus auf dieses noch sehr, sehr junge Jahrtausend. Das heißt, alle Filme, die ihr hier seht, müssen mindestens 2000 rausgekommen sein. Und selbst dann dachte ich mir, okay, aber ich spreche ja in erster Linie über Konflikte. Es muss schon irgendeine Art von Kampf geben oder Konflikt zwischen zwei Parteien. Das heißt, alle krassen Tom Cruise-Stunts fallen weg. Ich meine, er hing an einem Flugzeug, er hat ewig lange die Luft angehalten, er hing am Burj Khalifa Tower. Das kann alles nicht rein. Huh. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, kann ich nur eine Martial Arts Liste machen? Ich meine, The Raid und so weiter. Und genau deswegen dachte ich mir, okay, irgendwann wird es eine Stunt-Liste geben, irgendwann wird es eine Martial-Arts-Liste geben. Das heißt, auf dieser Liste gibt es keine Martial-Arts-Fights. Nicht so richtig. Es sind eher dreckige Kämpfe. Dachte ich mir, das ist wesentlich, wesentlich interessanter, weil Martial-Arts ist nochmal eine Nummer für sich. Und viele der Martial-Arts-Kämpfe, wie gesagt, sind nochmal eine Kategorie für sich selbst. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich hab's. Ich weiß, wie wir diese Liste zusammenstellen. Alles ab 2000, aber ich möchte unterschiedliche Genres vertreten haben. Hey, wir haben hier eventuell einen lustigen Fight. Wir haben hier eventuell ein Non-Stop-Adrenalin-Drama. Eventuell haben wir hier auch einen düsteren, schmutzigen Film. Und das fand ich dann interessant. Kämpfe, die auch was mit Charakter zu tun haben. Kämpfe, die aber vor allem Adrenalin auslösen sollen, weil sie handgemacht sind, weil sie sich echt anfühlen. Und genau das wird es jetzt geben. 10 Filme habe ich gefunden, 10 Szenen habe ich gefunden und genau die werde ich euch jetzt präsentieren. Doch bevor wir mit dem Ranking loslegen, möchte ich euch noch ganz kurz auf ein Action-Highlight aufmerksam machen, das heute in den Kinos anläuft. Nobody. Bob Odenkirk, den ihr vor allem aus Breaking Bad und als Hauptfigur aus Better Call Saul kennt, spielt Hutch Nobody Mansell, einen scheinbar gewöhnlichen Familienvater. Doch nachdem er eines Nachts zu Hause überfallen wird, zeigt Hutch, was er wirklich drauf hat. Und langsam, aber sicher stellt sich heraus, dass er doch kein gewöhnlicher Niemand ist. Was folgt, ist gnadenlose Action gemischt mit bitterschwarzem Humor. Klingt interessant? Dann ab ins Kino. Denn Nobody genießt man am besten auf einer Kinoleinwand. So viel zum Badass im Kino. Jetzt sprechen wir über Badasses auf meiner Liste. It hasn't happened yet. Und wir fangen an mit Platz 10. Und hier haben wir einen Christopher Nolan-Film. Tenet, genau genommen die Rückwärtskampfsequenz. Okay, Christopher Nolan, man kann sagen über ihn, was man will. Es gibt Leute, die finden ihn überbewertet, es gibt sogar Leute, die finden ihn unterbewertet, es gibt Leute, die sind Hardcore-Fans, es gibt Leute, die sagen, okay, ein paar seiner Filme mag ich, ein paar seiner Filme mag ich nicht. Ich persönlich bin eher ein Christopher Nolan-Fan, doch hier und da sehe ich auch Probleme in seinen Filmen, vor allem in dem Film auf meiner Liste, Tenet. Wenn ihr mein Review-Video gesehen habt, wisst ihr, dass mir der Film durchaus gefallen hat. Die Schwäche für mich waren hier die Charaktere und die Charakterzeichnungen. Ich habe diese Figuren nie wirklich kennengelernt. Ich meine, verdammt nochmal, unsere Hauptrolle heißt wortwörtlich der Protagonist. Nichtsdestotrotz, wenn es um technische Aspekte geht, ist Christopher Nolan einer der Kings da draußen. Das hat er mit Inception bewiesen, als er uns eine der spektakulärsten Actionsequenzen gegeben hat, zwischen Joseph Gordon-Levitt und einer Projektion und das auf dem zweiten Traumlevel. Denn alles, was es dort zu sehen gab, war es echt. Man hat wirklich mit der Schwerkraft gespielt, indem man ein Set gebaut hat, das sich ständig dreht. Und Christopher Nolan hat der Nummer nochmal eine Krone aufgesetzt, sich getopft mit Tenet. Denn diesmal haben wir einen Rückwärtskampf.
Was meine ich damit? Internet wurde das Konzept der Inversion eingeführt. Sehr spannend, wie man Zeit manipulieren kann, wie man Zeit wahrnehmen kann, wie es ausschaut, wenn man eine Kugel fängt. Und genau hier war es dann umso spannender, als der Protagonist gegen sich selbst kämpfen musste. Das Spannende an diesem Kampf ist, alles, was wir sehen, ist echt. Die Nummer wurde rückwärts und vorwärts gefilmt. Und das Spannende ist, der Cast musste tatsächlich lernen, rückwärts zu kämpfen. Wenn man sich die Behind-the-Scenes anschaut, ist das einfach nur unfassbar. Man muss wirklich lernen, gegen seinen Instinkt zu kämpfen. Wie macht man das? Man holt nicht aus, um zu schlagen, man zieht die Hand wieder ran. Das ist großartig. Und genau so fühlt sich das an. Alles fühlt sich seltsam und absolut unnatürlich an und gleichzeitig haben wir eine richtige Dynamik, die nun mal zu einem Kampf gehört. Ich war komplett hin und weg, als es so aussah, als wenn jemand über den Boden geschliffen wird oder aus dem Nichts aufsteht. Denn tatsächlich war ja das Gegenteil der Fall. Eine derartig dynamisch kreative Kampfsequenz habe ich persönlich schon lange nicht mehr gesehen. Das heißt, ihr könnt über Tenet sagen, was ihr wollt. Aber allein diese Kampfsequenz, allein der Einsatz von Inversion war meiner Meinung nach unglaublich und deswegen verdienter 10. Platz auf meiner Liste. Thermal imaging is showing me 2 dozen hostiles on the 3rd floor. Why don't I drop you off on the 2nd? Willkommen zu Platz 9 und wir sprechen erneut über einen kontroversen Film. Batman wie Superman Dawn of Justice, nicht gerade der Lieblings-Superheldenfilm für alle Leute da draußen. Und ich verstehe es, ich habe schon häufiger darüber geredet, was der Film so alles für Probleme hat. Er ist überfüllt und er erzählt gefühlt 10 Filme in einem. Es ist ein Sequel zu Man of Steel, es ist die Einführung von Batman, es ist die Einführung von Lex Luthor, aber es ist auch ein Prequel zur Justice League und dann haben wir diesen ganzen Doomsday-Quatsch noch drin. Aber wenn mir eins an diesem Film gefällt, dann ist es Batfleck. Ben Affleck als Bruce Wayne und Batman, das war eine ganz neue, das war eine sehr düstere, das war eine sehr abgefuckte Version von Batman. Und generell, wenn ich mal so die Liste durchgehe von allen Live-Action-Batman-Interpretationen, die wir je hatten, hatten wir selten wirklich gute Kampfsequenzen. Was mich überrascht, bei Batman Begins wurde bewusst wild geschnitten, damit wir nicht viel erkennen, weil er sollte ja eine geradezu mythische Kreatur sein. The Dark Knight hat eher auf Thriller-Elemente gesetzt als auf Action und The Dark Knight Rises hatte 2 ganz nette Faustkämpfe zwischen ihm und Bane. Die Burton-Filme sind auch nicht wirklich bekannt geworden durch die Action und über Joel Schumacher. Cool Party! Ja, müssen wir nicht wirklich viel reden. Doch in Batman wie Superman haben wir meiner Meinung nach den besten Batman-Kampf aller Zeiten. Und ich meine wirklich aller Zeiten. Das Witzige ist, es ist nicht der Kampf zwischen Batman und Superman. Nein, es ist die Sequenz in der Lagerhalle. Wie Batman sich gegen alle unterschiedlichen Gangster wehrt, ist großartig. Und wir haben hier auch sehr viele Elemente, die dem Charakter gerecht werden. Was macht er zunächst? Er entwaffnet alle. Er benutzt Theatralik, um aufzutauchen. Doch anstatt, dass hier wild rumgeschnitten wird, sehen wir hier eine sehr düstere, sehr harte Kampfchoreografie. Die Kamera hält komplett drauf und wir sehen einen derartig brutalen Batman, wie wir ihn bis dato nicht kannten. Eventuell aus Frank Millers Comics wie The Dark Knight Returns. Ich war total hin und weg und ich hatte selten eine derartig adrenalingeladene Reaktion auf eine Kampfsequenz in einem Batman-Film. Ob Batman tatsächlich mit einem Messer attackiert wird und genau dieses Messer seinem Gegner dann reinrammt, ob er Leute mit Kisten umbringt, genau das ist passiert, oder ob er sich gleichzeitig gegen mehrere Angreifer zur Wehr setzen muss. Diese Sequenz war wirklich inspiriert von klassischen Actionfilmen anstatt Superheldenfilmen. Ich war hin und weg von der Szene und deswegen verdient sie es, auf meiner Liste zu sein. I keep the promises I make, Jack. I intend to free my father. I hope you're here to see it. I can't let you do that either. Wir kommen zu Platz 8 und zurzeit gibt es sonntags immer Piratenabenteuer auf Moviepilot. Ich spreche gerne über die Fluch der Karibik-Saga. Es macht mir wirklich Spaß, diesen Rewatch für euch durchzuziehen. Und genau daher sollte es niemanden überraschen, dass auch dieses Franchise hier vertreten ist. Ich weiß, hier geht es eher lustiger zur Sache, hier geht es eher unterhaltsam zur Sache. Nichtsdestotrotz, der Dreier-Schwertkampf aus Fluch der Karibik 2 ist für mich eine der besten Action-Sequenzen der gesamten Reihe und für mich auch eine der kreativsten Action-Sequenzen der letzten Jahre. Will Turner, James Norrington und Jack Sparrow duellieren sich, obwohl es ja kein Duell mehr ist, weil es 3 Leute sind.
Was folgt, ist einfach nur Spaß ohne Ende. Das Besondere an dieser Szene ist, wir verstehen alle drei Charaktere. James Norrington will sein Leben zurück, Will will seinen Vater befreien und Jack hat Angst vor dem Tod. Und genau deswegen kloppen sich die drei um die Truhe. Doch die Kampfchoreografie ist großartig. Wir haben hier klassisches Fechten, doch da die ganze Nummer sich auch nicht zu ernst nimmt, haben wir hier auch tolle Akrobatik. Ob sie sich in einen Glockenturm hauen oder in einem gigantischen Rad bekämpfen, all das macht Spaß, ist witzig, hat Adrenalin, ist gut choreografiert und hat auch noch ein ganz besonderes Set-Design, weil diese Bilder auf dieser Insel sind einfach nur umwerfend und atemberaubend. Das Besondere an diesem Film ist, dass wir hier auch klassische Charakterzeichnungen haben, die sich in den Kampfstilen widerspiegeln. Will ist ein begnadeter Fechter und was macht er? Er kämpft mit Ehre. James Norrington ist seine Ehre mittlerweile egal. Was macht er? Er tritt Will Sand in die Augen und blendet ihn kurz. Ihm ist das alles wurscht, er hat keine Ehre mehr. Er war mal ein ehrenvoller Mann, doch mittlerweile ist er ein Suffkopf, der alles verloren hat. Er möchte irgendwann wieder in eine Position kommen, wo er sich selbst als Ehren bezeichnen kann. Doch er geht über Leichen und er geht über seine Ehre. Das spiegelt sich in seinem Kampfstil wieder. Und Jack Sparrow ist der Pirat, den ich so liebe. Denn ja, er kann sich zur Wehr setzen, doch er ist definitiv nicht der stärkste Kämpfer der drei. Was macht er also? Er benutzt erneut sein Intellekt. Er benutzt seine Akrobatik, um immer mal wieder an den Schlüssel ranzukommen und so schnell wie möglich aus dieser Situation zu entkommen. Doch vor allem benutzt er erneut sein loses Mundwerk. Was macht er nämlich? Er erinnert Norrington daran, dass sein wahrer Feind Will ist und nicht er selbst. So kloppen sich die beiden Meisterschwertkämpfer, während Jack mal wieder abhauen kann. Nur durch einen unglücklichen Zufall wird er erneut in diesen Konflikt reingezogen. Ich liebe diesen Kampf, für mich ist es immer noch eine der unterhaltsamsten Sequenzen der gesamten Fluch der Karibik-Reihe und verdient es definitiv auf meiner Liste zu sein. Alright. No. No. Wir kommen zu Platz 7 und jetzt widmen wir uns erneut dem Comic-Genre. Ich dachte mir, will ich wirklich zwei Comic-Filme auf dieser Liste haben? Aber dann musste ich darüber nachdenken. Dieser Film ist schon eigentlich fast kein Comic-Film mehr. Logan. Hier haben wir die Vater-Tochter-Kämpfe. Im Grunde genommen sind es zwei Szenen. Relativ zu Beginn des Films greifen die Streitkräfte von Alkali Logan an. Logan und sein kleines neues Zuhause. Sie haben es nämlich auf Laura abgesehen. Und Logan möchte diesem kleinen Mädchen eigentlich nicht helfen. Alles, was ihn in dieser Welt noch interessiert, ist Charles Xavier, weshalb er probiert, mit ihm zu fliehen. Er hat eben noch Caliban verloren. Doch dann sehen wir Laura in Action. Dieses kleine Mädel ist so monströs im Kampf, wie es Logan war, als er noch der Wolverine war. So großartig, so überraschend, so gut choreografiert und ehrlich gesagt so schockierend, denn es ist immer noch ein kleines Mädchen, das diese Tiere hier umbringt. Und ja, wenn ich von Umbringen und Gemetzel spreche, dann meine ich wirklich Umbringen und Metzeln, denn diese Szene ist R-rated, ist heftig, hier fliegen Körperteile nur so durch die Gegend und es erinnert uns wirklich daran, wie gefährlich und gruselig eigentlich eine Figur wie Wolverine ist und wie dramatisch diese Action dargestellt werden kann. Das Interessante ist, in der ersten Szene von Laura möchte Logan ihr nicht helfen. Er guckt ihr zu, letztendlich hilft er ihr widerwillig und die beiden fliehen zusammen mit Charles. Doch später haben wir die noch wesentlich wichtigere Szene, Vater-Tochter-Kampf Teil 2. Denn während Laura langsam lernt, kein Monster zu sein, sondern nur ein kleines Kind zu sein, muss Logan noch einmal zur Bestie werden. Er muss ein letztes Mal zum Wolverine werden. Das heißt, am Anfang war Laura diejenige, die das Problem gelöst hat. Zum Schluss ist sie ein kleines Mädchen, das in die Ecke getrieben wird von diesen Soldaten. Und was macht Logan? Er spritzt sich die Medizin, die ihn noch einmal zum Wolverine werden lässt. Und was wir haben, ist eine Tag-Team-Action. Das Monster kommt zurück, um seine Klontochter zu befreien. Und die beiden tun sich zusammen und bonden tatsächlich, während sie einen nach dem anderen abschlachten. Die Szene ist dramatisch, die Szene ist großartig gefilmt, die Choreografie ist ohne Ende heftig. Und ich weiß, häufig sprechen Leute darüber, oh, war das nicht brutal, oh, war das nicht blutig. Stimmt, stimmt und stimmt. Aber für mich war das R-Rating nie da, um da zu sein. Es war nie blutig, um blutig zu sein. Die Welt von Wolverine musste genauso dargestellt werden, um nichts zu verschönern. Und es musste gezeigt werden, wie heftig es eigentlich ist, wenn diese Krallen aus ihm rauskommen und wenn er tatsächlich Menschen das Leben nimmt. Das ist nichts Schönes, das ist nichts Heldenhaftes, das ist düster und genau das hat perfekt funktioniert in diesen beiden Sequenzen. Der Vater-Tochter-Kampf von Logan und Laura haut mich jedes Mal um und zum Schluss, ja, bin ich auch sehr emotional berührt, wenn ich dran denke, wie die Nummer tatsächlich ausgeht.
Ich habe ihn davor schon ganz kurz erwähnt. Tom Cruise. Tom Cruise macht erst recht in seinen Mission Impossible Filmen die wildesten Stunts aller Zeiten. Ich habe schon erwähnt, er hing an einem Flugzeug, er hing am Burj Khalifa Tower. Er hat was 5 bis 8 Minuten lang den Atem angehalten in Mission Impossible Teil 5. Das sind alles großartige Sequenzen, aber das ist kein Konflikt. Der Konflikt ist die Situation und Ethan Hunt, aber es gibt keine gegnerische Partei, gegen die er gerade antritt. In Mission Impossible Fallout hingegen haben wir eine echt fantastische Actionsequenz, eine Kampfsequenz im Badezimmer. Ethan Hunt wird auf eine Zielperson angesetzt und muss erneut an das Gesicht dieser Person kommen. Das probiert er in jedem einzelnen Film und normalerweise funktioniert die Nummer sehr schnell. Er macht die Person ohnmächtig, zack, Gesichtsimitator, er hat eine super tolle Maske und auf geht's. In Teil 4 hat es kurzzeitig nicht funktioniert, aber generell geht der Plan immer auf. Diesmal läuft nichts nach Plan. Was diese Szene so besonders macht, ist die Tatsache, dass Ethan Hunt mit August Marks zusammenarbeiten muss. Gespielt von niemand geringerem als Superman persönlich, Henry Cavill. Ja, das ist der Film, der verantwortlich war für den CGI-Schnurrbart in Justice League. Doch was folgt? Ist eine unfassbar starke Actionsequenz, denn die Zielperson, die eventuell John Lark ist, ich möchte jetzt keine Spoiler raushauen, wehrt sich, setzt sich wirklich heftig zur Wehr. Und auf einmal haben wir in diesem kleinen Badezimmer eine der heftigsten Actionsequenzen, die ich in den letzten 5, 6 Jahren gesehen habe. Der Typ wehrt sich und selbst die geballte und vereinte Kraft von Ethan Hunt und August reicht zunächst nicht aus, um ihn zu überwältigen. Ich meine, wir haben sogar den ikonischen Move von Henry Cavill, in dem er wortwörtlich seine Fäuste auflädt. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll, aber es ist verdammt lustig, sieht verdammt cool aus. Und alles geht schief. Sie wollen ihn eigentlich nur kurz betäuben, um an sein Gesicht ranzukommen, doch das funktioniert nicht. Letztendlich müssen sie ihn mit dem Laptop selbst überwältigen und hauen ihn damit K.O. Das bedeutet, der Gesichtsimitator funktioniert nicht mehr. Das Badezimmer und alle Gegenstände in diesem Badezimmer werden kurz zur Waffe gemacht. Ob es Türen sind, ob es Spiegel sind, ob es Waschbecken sind, ob es Säulen sind, alles wird zur Waffe gemacht und man probiert einfach nur krampfhaft diesen Typen kurz ohnmächtig zu hauen und zu überwältigen. Aber er setzt sich derartig cool zur Wehr, dass Ethan Hunt an seine körperlichen Grenzen kommt. Und das sieht man nicht häufig. Ich liebe diese Szene, sie ist stark gefilmt. Es tut wirklich weh beim Zugucken, wenn sich diese Kontrahenten gegenseitig auf die Fresse hauen. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, Mission Impossible Fallout ist Action nonstop und allein diese Kampfsequenz war für mich ein Highlight des Films. Is that what I think it is? You didn't think it was gonna be that easy, did you? You know? For a second there? Yeah, I kinda did. Wir kommen zu Platz 5 und jetzt widmen wir uns einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, Quentin Tarantino. Und wenn man an Quentin Tarantino denkt, denkt man häufig an coole Dialoge, coole Charaktere und generell coolen Spannungsaufbau. Selten denkt man an Action, wenn man an Quentin Tarantino denkt. Das Interessante ist, Tarantino kann Action unfassbar gut inszenieren und kein Film hat das besser bewiesen als Kill Bill Volume 1. Uns wurde die Braut präsentiert. Im ersten Film hatte sie nicht mal einen richtigen Namen. Den haben wir erst in Teil 2 erfahren. Man hat sie mal wieder Kiddo genannt oder die Braut. Und uns wurde direkt verraten, dass das die tödlichste Frau auf der Erde ist. Und ich liebe es, wenn Filme ein hartes Statement raushauen und uns später zeigen, ihr habt das stimmt und ich würde nie wieder Gegenargumente bringen. Denn am Anfang kämpft sie gegen eine ehemalige Kollegin. Ja, wir haben Killerin versus Killerin und es ist ein sehr spektakulärer Kampf in der Küche. Doch das hat mir noch nicht bewiesen, sie ist die krasseste Frau auf Erden. Zum Schluss kämpft sie jedoch gegen die Crazy 88. Und was folgt, ist meiner Meinung nach Kinogold, Actiongold, Genregold. Was wir hier bekommen haben, ist eine von Tarantinos besten Sequenzen ever. Wir haben Uma Thurman im Trainingsanzug von Bruce Lee, komplett mit Trainingsschuhen. Und mit ihrem Hattori-Hanzo-Schwert stellt sie sich einer gesamten Armee von Kriegern. Was folgt, ist blutig, ist brutal, ist perfekt inszeniert, ist perfekt gefilmt, ist perfekt choreografiert und ist auch herrlich theatralisch. Denn wir wissen, es ist Tarantino, wir wissen, es ist over the top. Wir wissen, sie kann einem aus dem Nichts das Auge rauszupfen. Wir wissen, dass sie geradezu durch den Raum schwebt und die derartig hoch springen, dass das in der normalen Welt keinen Sinn ergibt. Aber Tarantino hat hier probiert, einen Mix aus Hongkong-Cinema und Samurai-Story einzufangen. Und genau das ist die
gelungen. Wir haben lange Takes. Es wird nicht wild rumgeschnitten. Ich will nicht wissen, wie lange es gedauert hat, diesen Cast darauf vorzubereiten, diese Choreografie so gut hinzubekommen. Und als wäre das nicht genug, haben wir hier auch wirklich eine Drei-Akt-Struktur innerhalb dieses Kampfes. Denn Kiddo will ja eigentlich nur an Oren Ishii herankommen. Zuerst tötet sie ihre persönlichen Bodyguards. Dann muss sie sich Gogo stellen, die eine tatsächliche Bedrohung für sie ist. Und hier haben wir auch den Einsatz von anderen ziemlich coolen Waffen, wie diesem Morgenstern, der ausfahrbar ist. Und erst danach kommt der Rest dieser gigantischen Armee. Und der Kampf ist hier so spektakulär, spielt auch so clever mit unterschiedlichen Stilen. Wir haben im Grunde genommen diese komplette Schattensequenz, in der uns nur Silhouetten gezeigt werden. Dann wechseln wir ins Schwarz-Weiß-Genre, nur um zurückzukommen und zu sehen, was alles angerichtet wurde. Ich liebe diese Sequenz. Ich gehe davon aus, dass ihr Kill Bill Volume 1 schon gesehen habt. Falls nicht, der Film wurde mit dieser Szene vermarktet. Zu Recht, denn diese Szene ist das Highlight von Kill Bill Volume 1. John Wick, excommunicado, in effect in 5, 4, 3, 2, 1. Das bringt uns zu Platz 4 und wenn wir zurzeit in 2021 über Actionfilme sprechen, muss John Wick erwähnt werden. Keanu Reeves hat definitiv seine Nische gefunden. Ich meine, er war nie wirklich gut in dialogheftigen Rollen. Ich meine, Eis. Habt ihr ihn in Bram Stokers Dracula gesehen? We gotta get that bastard. Nicht wirklich. Doch spätestens seit Matrix wissen wir, dass er genau für diese Rollen geboren wurde. Nonverbale Rollen und körperfordernde Rollen. Denn er hat in Matrix bewiesen, dass er ein unfassbar starker Martial Artist ist, der seine eigenen Stunts perfekt umsetzt. Und das bringt uns zu John Wick. John Wick hat Keanu Reeves eine weitere ikonische Rolle verschafft und mittlerweile eine neue ikonische Action-Reihe beschert. Und da habe ich mir auch überlegt, nehme ich die Clubszene aus Teil 1, in der er sich einfach durch den kompletten Nachtclub schießt, um an Theon Greyjoy zu kommen? Ja, könnte ich machen. Ich könnte auch eine sehr interessante Szene aus Teil 2 nehmen. Doch dann dachte ich mir, was hat bei mir Adrenalin ausgelöst, wie keine dieser Szenen? Es ist die Anfangssequenz von John Wick Teil 3. Denn John Wick Teil 3 hat für mich die spannendste Prämisse der drei Filme. Diesmal wird aus dem Jäger der Gejagte. Auf John Wick wird ein Kopfgeld ausgesetzt und jeder darf ihn einfach jagen und töten. Er hat so einen Countdown und weiß, oh, gleich geht's los, ich muss meinen Hund in Sicherheit bringen. Und man fühlt schon wirklich all die Killer, wie sie ihre Schwerter wetzen, wie sie ihre Pistolen rausholen und weiß, oh, gleich ist die Jagd eröffnet und es geht direkt los. Diese Szene ist so clever. Ich meine, wenn ich von clever spreche, meine ich natürlich, dass alles genutzt wird, was man nutzen kann in dieser Actionsequenz. Es geht in der Bibliothek los. Wollte man schon mal sehen, wie John Wick jemand mit einem Buch totprügelt? Ich wollte es sehen und wusste nicht, dass ich es sehen wollte. Danach haben wir einen der heftigsten Messerkämpfe aller Zeiten, der wirklich damit endet, dass John Wick jemandem Messer ins Auge rammt. Ich so, meine Güte, zeigen Sie das? Ja, Sie zeigen es. Aber die ganze Choreografie dahinter ist heftig. Einem tut es wirklich weh beim Zugucken. Alle Darsteller wurden perfekt geeicht, perfekt vorbereitet auf diese Action. Und was wir sehen, ist einfach nur unglaublich. Lange Takes, die Kamera ist still und wir dürfen einfach nur diese Choreografie genießen. Und jedes Mal, wenn wir das Gefühl haben, okay, es wird zu eintönig. Ja, wir hatten jetzt die Nummer in der Bibliothek. Ja, wir hatten jetzt die Nummer mit den Messern. Was soll denn als nächstes kommen? Okay, John Wick flieht auf einem Pferd vor Leuten auf Motorrädern und kämpft auch noch gegen die, während er auf einem Pferd reitet. Ja, ja. Wirklich, hier wurde sehr kreativ mit der Action umgegangen. Man hat sich überlegt, okay, wir fangen in einem in sich geschlossenen Raum an, erweitern den mit diesem Messermuseum und dann sagen wir, wisst ihr was, das ist eine Open-World-Schlacht. Und genau so entwickelt sich das Szene für Szene weiter. Ich habe diese Szene derartig gefeiert. Ich weiß noch, ich war im Kino, ich war bei der Premiere und nachdem diese lange Sequenz vorbei war, haben wir alle erstmal gemacht, weil wir derartig drin waren in dieser unfassbar gut choreografierten Action. Ich liebe John Wick. John Wick ist Action mit Stil und es ist wirklich kunstvoll, wie das umgesetzt wird. Es fühlt sich an wie ein Tanz. Es fühlt sich an wie eine Show, die für uns auf die Beine gestellt wird. Und genau deswegen liebe ich so sehr. John Wick, du verdienst es, alle Male auf meiner Liste zu stehen. There are those who doubt this is the wrath of God.
Das bringt mich zu Platz 3 und hier haben wir erneut eine Comedy-Slash-Action-Slash-Agenten-Reihe. Das ist wirklich eine sehr interessante, spannende Reihe. Ich spreche von Kingsman. Und Kingsman The Secret Service, der erste Film, war meiner Meinung nach wirklich unglaublich. Denn in einem Zeitalter, wo sich James Bond viel zu ernst nimmt, hat dieser Film gesagt, nee, wir bringen so alles zurück, was Oldschool James Bond ausmacht. Manieren machen die Menschen aus. Gadgets haben wir ohne Ende. Wir haben eine merkwürdige Mythologie rund um diesen Secret Service und wir haben unfassbare Action. Und keine Szene illustriert das so gut wie das Kirchenmassaker am Ende von Teil 1. Harry, gespielt von Colin Firth, wird gegen seinen Willen getriggert. Und was folgt, ist einfach nur Wahnsinn. Anders kann man das nicht beschreiben. Auf einmal wird dieser ausgebildete Superagent zu einem Killer, der sich querbeet durch eine Kirche mordet und das noch mit einem funkigen Soundtrack im Hintergrund. Das Besondere an dieser Sequenz ist, dass wir einen einzigen Take haben. Der Song geht los und wenn der Song endet, sehen wir, was alles angerichtet wurde. Das Interessante ist, es wird nie auf die Pause gedrückt. Alles wurde so perfekt gut durchchoreografiert und fühlt sich gleichzeitig auch an wie eine Achterbahn. Oh mein Gott, jemand kommt mit einem Messer, ich entwaffne ihn, ramme es dem Typen rein, gleichzeitig ziehe ich noch schnell meine Waffe, schieße 3 Leute tot, muss noch mal nachladen, oh Gott, ich habe keine Munition mehr, jetzt wird es doch eine Kampfnummer und One-on-One-Kampf. Alles in diesem Raum, in dieser Kirche, wird zu einer Waffe und alles in dieser Kirche wird derartig aufgedreht, wird derartig überspitzt und gleichzeitig ist es derartig over the top, dass man auch drüber schmunzeln kann. Es soll nicht zwingend schocken. Das ist eine Rockkonzertnummer, aber die so stark inszeniert wurde, dass ich sage, Matthew Vaughn, der kann es einfach. Matthew Vaughn kann es einfach. Ich weiß noch ganz genau, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe, ich mochte die One-Liner, ich mochte die Welt, ich mochte Samuel L. Jackson als lispelnden Bad Guy. Doch ich habe mich gefragt, okay, was ist mit der Action? Das ist Matthew Vaughn. Matthew Vaughn steht auf gut inszenierte Action. Und dann hatten wir genau diese Sequenz und ich war hin und weg. Mir wurde schon im Voraus gesagt, okay, Eve, halt die Augen auf, es kommt eine Action-Szene, die dich komplett wegpusten wird. Es war genau diese Szene, Harry in der Kirche verdient es, ganz weit oben auf meiner Liste zu stehen. Das bringt mich zu Platz 2 und hier haben wir die Hallway-Sequenz aus Oldboy. Okay, ich weiß nicht, ob ihr Oldboy kennt. Ich spreche nicht vom schrecklichen Remake. Ich spreche vom originalen Film aus Südkorea. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Ich möchte auch gar nicht so viel spoilern. In dem Film dreht sich alles um einen Geschäftsmann namens Dae-Soo, der entführt wird und nach 15 Jahren plötzlich wieder freigelassen wird und auf Rache sind. Mehr möchte ich nicht verraten. Was passiert tatsächlich? Warum wurde er entführt? Was ist der Plot-Twist des Films? Das möchte ich diesmal nicht verraten, weil ich spreche generell hier nicht über die Handlung. Ich spreche nur über die Action-Sequenzen. Doch diese eine Action-Szene ist so wichtig fürs Action-Kino und Action-Serien generell geworden, dass sie immer und immer wieder kopiert wurde, dass sie immer und immer wieder andere neue Projekte inspiriert hat. Denn wir haben Dae-Soo, er ist frei, er ist bewaffnet mit einem Hammer und kämpft jetzt gegen die Schergen seines Entführers. Das Besondere ist, die Kamera steht einfach still. Wir haben einen einzelnen Take und wir wissen auch, es wurde nicht geschnitten. Wir wissen, die mussten so gut trainiert werden, dass alles sitzt. Und das ist unglaublich. Das Besondere an dieser Sequenz ist erstens, es wirkt ein bisschen wie ein klassisches von links nach rechts laufen Beat'em-up-Videospiel. Und so etwas auf der Leinwand zu sehen, das kannte ich in dieser Form gar nicht. Es sind wie früher, ich habe früher Teenage Mutant Ninja Turtles Back in Time gespielt auf der SNES, wenn ihr das noch kennt. Man läuft von links nach rechts und verprügelt die Foot Soldiers, den Foot Clan von Shredder. Das haben wir hier im Grunde genommen, aber choreografiert. Dae-Soo muss sich durch Horden kämpfen und die Kamera lässt nicht still. Das Besondere ist, in all den anderen Sequenzen, die ich bis dato erwähnt habe, wo wir auch schöne lange Takes hatten, waren unsere Helden tatsächlich on top. Und wir hatten nie diesen Moment, wo sie wirklich fertig waren. Ja, Tom Cruise-Szene, er hat kurz schwer geatmet. Doch das hier ist was ganz anderes. Dae-Soo kriegt ein Messer in den Rücken. Er bricht selber kurz zusammen. Er hält sich an der Wand fest, um zu atmen. Er landet auf dem Boden. Und dann macht er mit seinen Fäusten weiter. Wir sehen alles, was er in seiner Gefangenschaft gelernt hat. Er hat sehr viel Zeit mit Schattenboxen verbracht. Das wendet er jetzt an, um all diese Gegner alle zu machen. Und diese Sequenz hat so
viele Serien und so viele Filme beeinflusst. Das beste Beispiel für mich ist Daredevil. Ich liebe Marvels Daredevil auf Netflix, doch alle großartigen Actionsequenzen, vor allem die aus Season 1, ihr wisst ganz genau, welche ich meine, wurde sehr stark von Oldboy beeinflusst. Die Szene ist legendär und zu Recht. Falls ihr Oldboy noch nicht gesehen habt, schaut euch den Film an. Der Film ist an sich klasse. Doch gerade diese Actionsequenz ist ein Wegweiser dafür, wie man Action eigentlich inszenieren sollte und es nur viel zu selten tut. Now pick up what you can and run. Und das bringt mich zu Platz 1 und hier cheate ich ein wenig, weil generell sage ich ja immer, okay, ich habe mir eine Szene rausgesucht. Bei Logan war schon so ein halber Cheat, weil die eine Szene war zu Beginn des Films und dann am Ende des Films, aber es waren ja zwei Szenen, die sehr thematisch zueinander gehörten. Diesmal sage ich, der ganze Film. Warum? Weil ich spreche über die Verfolgungsjagd und den damit verbundenen Kampf aus Mad Max Fury Road. Und der ganze Film ist eine einzelne Actionsequenz. Der ganze Film ist eine einzige, spektakuläre, actiongeladene Verfolgungsjagd und lässt einem keine Ruhe, lässt einen nicht los. Was George Miller hier auf die Beine gestellt hat, kann ich gar nicht in Worte fassen. Die praktischen Effekte, die Kameraarbeit, die Tatsache, dass sich Leute auf diesen dystopischen Autos auch noch kloppen, dass tatsächlich Autos in die Luft gejagt wurden, dass wir hier noch richtige Pyrotechnik haben und dass wir einfach nur Non-Stop-Action haben, die einen nicht langweilt. Ich meine, wenn ich euch den Plot von Mad Max Fury Road erzählen würde, das könnte ich in einem Satz. Eine Partei flieht vor einer anderen Partei, die jagt den hinterher und es kommt immer mal wieder zu Konflikten während dieser Verfolgungsjagd. Das ist der ganze Plot des Films. Das klingt extrem langweilig, doch wenn man es derartig gut inszeniert, wenn man derartig aufdreht, hoch 10.000, dann macht das einfach nur Spaß. Ich hatte noch nie einen derartigen Adrenalinausschuss im Kino, noch nie. Die Leute neben mir, die konnten kaum atmen, bis nicht das erste Mal auf schwarz geschnitten wurde und man einfach nur kurz Ruhe hatte. Man hat wirklich alle ausatmen hören. Und gleichzeitig haben wir hier auch sehr verletzliche Helden. Wenn Tom Hardys Max auf dem Truck gegen, wie heißt der, Humongous kämpfen muss, meine Güte, alles wird zur Waffe. Ich meine, er muss sich sogar einen Pfeil aus der Hand reißen. Er nimmt sich Teile des Autos und kloppt damit auf den Typen ein. Gleichzeitig bekriegen die sich auch wirklich mit ihren Autos. Die Autos sind Charaktere. Ob wir zur Bullet Farm fahren und dann auf einmal Tontaubenschießen machen mit diesen seltsamen Bikern? Unfassbar. Alles ist perfekt choreografiert und in diesem Film kann ich es auch endlich sagen, Action kann auch eine richtige Kunstform sein, denn so wie das alles ausschaut, könnte man alle 2 Sekunden Pause drücken und hätte ein perfektes Gemälde für die Wand. Mad Max Fury Road ist der Goldstandard für moderne Action. Ich hoffe, dass George Miller es geschafft hat, Leute davon zu überzeugen, mehr Action auf diese Art und Weise zu machen und weniger Action auf die Art und Weise zu machen, wie es Endgame tut. Ich liebe diesen Film, der Film ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten und ja, es ist eine Szene. Der Film ist eine einzelne Szene. Deswegen sage ich, der ganze Film zählt hier als Szene. Für mich die beste Action-Szene seit 2000. So, das waren meine 10 Picks für die spektakulärsten Action-Sequenzen der Neuzeit. Wenn ihr jetzt gehypt seid, dann ab ins Kino, denn seit heute zeigt Nobody, was er so drauf hat. Jetzt frage ich euch, wie würde eure Action-Liste so ausschauen? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.